Ja, ich bin live. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Doch, es sollte alles funktionieren. Perfekt, wunderbar. Ja, heute einen ganz kurzen Einblick, einen sogenannten Behandlungsquickie von mir für dich, wie du erkennst, ob dein Hund Schmerzen hat. Und das ist ja manchmal wirklich so ein bisschen tricky und Schmerzen sind ja unser Thema diesen Monat. Und ich möchte dich einfach mal ganz herzlich dazu einladen, dass du mal beobachtest, wie dein Tier bzw. dein Hund steht. Wirkt er vielleicht vorne höher als hinten? Steht er vielleicht schief? Ist der Kopf vielleicht etwas anders gedreht oder das Becken in eine andere Richtung gedreht oder bildet er so wie so ein kleines U? Sind die Ellbogen vielleicht oder die Knie auch ein bisschen nach außen gedreht? Das kann auch immer so ein Hinweis sein. Beobachte das wirklich mal, ja, wie dein Tier, dein Hund steht. Und dann beobachte ihn auch mal, dein Hund, wenn er geht. Ist der Rücken vielleicht steif beim Gehen? Schwingt die Hüfte extrem hin und her? Wippt er mit dem Kopf? Ja, und wenn ja, wann? Rotieren vielleicht die Beine auch nach außen oder zittern die Beine oder wird ein Bein auch nicht richtig hochgehoben beim Gehen? Das sind wirklich alles wichtige Hinweise, worauf du achten solltest. Ja, und ja, vielleicht auch mal gucken, wenn es sich hinsetzt, wenn es sich hinlegt, wie das ist, ob er sich wirklich richtig hinfallen lässt, ob er vielleicht auch ein bisschen wimmert, dein Hund, wenn er sich hinsetzt oder hinlegt. Steht er schnell wieder auf oder dauert es etwas? Dreht er sich vielleicht häufiger im Kreis, dein Hund, wenn er sich dementsprechend hinsetzen, hinlegen möchte und beobachte das wirklich mal über einen ganzen Zeitraum und dann bekommst du ein gutes Bild. So, das war der erste Behandlungsquickie für den heutigen Tag. Es gibt drei Stück, also du kannst auf morgen und übermorgen noch gespannt sein. Und ja, wenn du noch Lust hast, mehr darüber zu erfahren, wie du deinem Hund helfen kannst, egal ob jetzt bei Schmerzen, Allergie, Darmprobleme, Epilepsie, Angstzustände und so weiter und so fort, dann melde dich gerne noch zum kostenfreien Webinar am Mittwochabend um 19 Uhr an. Dann bekommst du noch mal mehr Input von mir. Also schau einfach mal auf meiner Homepage vorbei, www.natalie-klug.com. Und dann erfährst du mehr. Ich kann den Link aber gerne nochmal posten. Also, ihr Lieben, bis morgen. Habt einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.